Wer zum Teufel ist das denn? Oh, Hallöchen. Lang ist's her. Willkommen auf meinem kleinen, vielleicht nicht ganz so feinen Kanälchen. Nach 5 Monaten. Ja, so schnell vergeht die Zeit. Stress auf der Arbeit, ein paar Unwegsamkeiten und schon das Weihnachten, beziehungsweise mittlerweile ein Tag danach, erster Feiertag. Nachträglich frohes Fest. Ich hoffe, ihr habt euch reich beschenken lassen, nicht zu viel Bowle oder Punsch gesoffen und auch nicht auf den Weihnachtsbaum gekotzt. Gut, in diesem Sinne mache ich einfach mal weiter mit meiner kleinen Reihe zur Hölle mit der Kohle. Denn da herrscht Nachholbedarf. Und zwar geht's weiter mit dem Juli. Und der erste Neuzugang war Chernobyl Diaries. Nicht zu verwechseln mit russischem Durchfall. In dem Film geht es um ein paar junge Amerikaner, die Abenteuertourismus betreiben. Und in diesem Fall, wie der Titel ja schon erahnen lässt, geht es um Tschernobyl. Dort gab es ja in den 80ern einen Super-GAU und seitdem ist die Stadt eine Geisterstadt. Nur wie sich bald herausstellen wird, ist da nicht alles so tot wie erwartet. Sonst wäre es auch kein spannender Film, sondern eher eine Doku über leerstehende Häuser. Ja, der Film ist fast ein Found-Footage-Film. Fast, weil seine Machart her gleicht auch sehr dem Found-Footage. Es wirkt, als ob jemand mit der Kamera immer dabei wäre, was er aber nicht ist. Ich vermute mal, die Macher hatten wohl im Hinterkopf daraus einen Found-Footage-Film zu machen, dann aber gemerkt, dass es nicht ganz zur Handlung passt, beziehungsweise es gibt Situationen, wo kein Mensch eine Kamera draufhalten würde und auch einige Situationen, wo keiner eine Kamera draufhalten könnte. Selbst wenn er wollte. Ja, trotz allem hat man aber durch diesen Look, den der Film trotzdem hat, so ein richtiges Mittendrin-Gefühl. Also die Atmosphäre dieser leeren Stadt ist schon ganz gut umgesetzt. Das Ganze ist recht spannend gemacht. Teilweise auch überraschend und der hat 4 irgendwas auf dem Wühltisch gekostet. Kann man nicht viel falsch machen. Ordentlicher Film. Deutsche DVD. Hat leider kein Wendecover, aber dafür, ja, ich liebe die Dinger. Ego-Boxen. Richtig schön wabbelig, jawohl. Ja, aber gut. War nicht so teuer. Dann gab's den Wüstenplanet. Und zwar der TV-Mehrteiler von 2000. Das ist eine deutsch-, tschechisch-, italienisch-, spanisch-, kanadische Koproduktion. Mea culpa, wenn ich da noch ein Land vergessen haben sollte. Die Adaption finde ich eigentlich ganz gut. Sie ist schon anders als die Interpretation von Lynch, die ja schon recht eigenwillig war. Das hier hält sich schon ein bisschen mehr ans Buch und krankt aber leider teilweise ein bisschen am Budget. Die CGI-Effekte sind zwar für eine Fernsehproduktion ganz okay, aber gerade bei Außenaufnahmen sehen die Hintergründe doch sehr nach bemalten oder mit Projektion versehenen Leinwänden aus. Da auch deutsches Geld da drin steckt, ist auch Uwe Ochsenknecht hier mit dabei als Vreme. Wahrscheinlich hat er dann zu viel vom Wasser des Lebens getrunken und seitdem benennt er seine Kinder so seltsam. Naja, egal. Wie man hier sieht, flaschenfrei, weil netterweise war das FSK-Logo auf der Verpackungsfolie. Dafür haben wir aber hier ein Logo drauf und kein Wendecover. Da drin befinden sich zwei Scheibchen, weil das Ding geht plus minus 3 Stunden, wenn nicht sogar länger. Und ein Booklet. Zum Bild kann ich nicht viel sagen, weil ich habe mir die Version noch nicht angeschaut. Ich hatte es auf DVD und habe es dann verwichtelt. Und seitdem liegt der Freund hier auf dem ungesehen Stapel. Und ich sehe auch gerade, ich habe gerade Scheiße erzählt. 292 Minuten. Ja, bisschen mehr als 3 Stunden. Aber gut. Und es gab auch eine Fortsetzung, Children of Dune. Ja, die Adaption vollbringt das Kunststück, zwei Bücher zu einer Miniserie zusammenzufassen, die kürzer als der Vorgänger ist. Der ganze Spaß geht laut Cover zumindest 251 Minuten. Es wurde also sehr gestrafft und komprimiert, aber ansehbar. Also ich fand es ganz okay und es ist schade, dass die weiteren Bücher nicht verfilmt wurden. Lag vielleicht am Budget oder an den Quoten. Wie so meistens. Wie man schön sehen kann, auch kein Wendecover. Werbung. Toll.
und nur eine Scheibe. Das ist das. Ein kleines Zuckerli, und zwar Video Nasties. The Definitive Guide Part 2. Wie Part 2 schon sagt, es gab auch ein Part 1. Und Video Nasties ist eine sehr interessante Dokumentation über eine Zeit in Großbritannien, wo böse Horror- oder Actionfilme sehr verrufen waren. Es gab eine regelrechte Hetzjagd auf diese Filme. Und auch in der Presse war es sehr präsent. Video Nasties verderben unsere Gesellschaft. Sie setzen verrückten, irrsinnige Ideen in den Kopf. Morde geschahen nach Vorbild von Video Nasties etc. pp. Es gab etliche Filme, die damals in England aus dem Verkehr gezogen wurden, und der zweite Teil der Dokumentation befasst sich mit den Filmen, die es fast erwischt hätte. Die kamen dann auf die DPP Section 3 List. Das könnte man so ungefähr vergleichen mit der Liste B bei uns. Das sind die Filme, die also kurz vorm Abschuss stehen, aber noch nicht ganz verboten worden sind. Aber unter Umständen verboten werden könnten. Ja, die Dokumentation ist sehr interessant, vor allem weil beide Seiten dort befragt werden und ihre Meinung äußern können. Zum einen eben die Verfechter dieser These, dass Video Nasties halt böse sind. Und eben auch Leute, die hinter der Kamera stehen oder anderweitig an diesen Filmen oder an ähnlichen Filmen beteiligt sind und ihren Senf dazu ablassen. Sehr interessant. Und wie die Hülle schon vermuten lässt, da ist noch mehr drin. Und zwar bei der Erstauflage findet sich hier nicht nur die eigentliche Dokumentation, sondern auch zwei DVDs mit Extras. Und die Extras sind hier 82 Trailer. Und zwar ein Trailer zu jedem dieser Filme, die auf dieser DPP-Liste drauf sind. Und die Dinger sind wirklich Partyknaller. Also so als Lückenbüßer zwischen zwei Filmen oder leicht angeheitert auch vor allem sehr gut. Es ist ein schönes Grindhouse-Feature, diese alten Horror- und Action-Trailer zu sehen. Wahlweise gibt es sie auch mit einer Einleitung von diversen Personen, die auch in der Dokumentation zu sehen waren. Sehr informativ und sehr unterhaltsam. Und bei der Erstauflage war noch ein Set mit Postkarten dabei. Texas Chainsaw Massacre, The Art of the Nasty, Werewolf Woman, Headless Eyes, die Ähnlichkeit. Ja. Wie gesagt, das ist die Erstauflage, gab es bei Amazon Core UK, Werbung, erstes, für knapp 15 Pfund, und ich finde, das war es wert. Sehr interessant, und vor allem Teil 1 sollte man sich unbedingt zulegen, gerade Freunde der VHS-Ära aus den 80ern. Wenn ihr echt gut bedient. Sehr empfehlenswert. Ebenfalls aus England. Doctor Who. The Beginning. Sieht man das? Ja, man sieht's. Ja, nachdem ich die neue Doctor Who-Serie mit Eccleston und Tennant und Smith gesehen hatte, also mein Stand ist aktuell Ende Staffel 7, ich warte erst auf die 8. Vor allem auf die 8. mit deutschem Ton, weil die Freundin guckt mit. War ich mal neugierig darauf, wie sehen die Ursprünge der Serie aus. Der erste Doktor. Und in dieser Box befinden sich auch drei Keepcases. Ja, mit jeder Menge Doctor Who drauf. Damals noch ein 4:3 und ein Schwarz-Weiß. Ich glaube, es war 63 oder 62, so um den Dreh rum. Und interessant zu sehen, wie alles seinen Anfang nahm, wie der erste Doktor überhaupt so getickt hat. Und auch der Zeitgeist ist echt interessant, man merkt schon, 60er Galore. Ja, war mal echt interessant. Ich habe noch nicht alle Folgen gesehen, aber man wird ordentlich bedient. Zudem noch hoffenweise Extras drauf sind. Ich hoffe, dass ich es irgendwann mal schaffe, mir das alles anzusehen. Und der eine oder andere hat sich vielleicht schon mal gefragt, was passiert, wenn man Doctor Who mit einem Sonic Screwdriver bearbeitet. Nichts.
noch so etwas aus der Jugend. Neben Zombie, was ja damals ein ungeheuer geiles Reizwort war. So als Schüler flitterte man da gleich aus. Ah, ein neuer Zombie-Film. Gab es noch ein schönes Wort. Söldner. Söldner, das klang immer gut. Das klang nach Abenteuer, nach schroffer Härte, nach Unrasiertheit, nach Waffen, nach Schlamm, nach harten Männern. Es gab italienische Söldnerfilme, die waren echt unterhaltsam, strunzblöd, aber unterhaltsam. Und dann gab es noch Erwin C. Dietrich, der produzierte so einige Knaller. Unter anderem Geheimcode Wildgänse. Sehr schönes Cover im Übrigen. Hat auch ein Wendecover. Man sieht es hier durchlugen, das FSK-Logo. Also der Film hat schon mal eine Hammerbesetzung. Ernest Borgnine, Lee Van Cleef, Klaus Kinski, in der Hauptrolle Lewis Collins, den einige aus der Serie Die Profis kennen könnten, CI5. Und recht cooler Soundtrack. Und interessant bei diesem Söldnerkram ist auch, dass man zum Beispiel Manfred Lehmann, Frank Lobrecht oder ich glaube Danneberg war es, hier nicht nur hört, sondern teilweise auch sieht. Also sie spielen tatsächlich mit und haben ihre eigenen Stimmen. Bisschen ungewohnt, weil die Stimmen kennt man ja hauptsächlich aus synchronisierten Filmen oder auch Hörspielen. Hier sind sie dabei. Nette Veröffentlichung, ordentliches Bild, ordentlicher Ton, sehr schöne Covers. Und diesen Schwung kam dann noch mit Kommando Leopard, auch mit Lewis Collins und Kinski ist auch dabei. Und der Commander, der ist auch Lee Van Cleef mit an Bord. Und Donald Pleasence, guter Mann, Gott hab ihn selig. Immer gern gesehen, war ein toller Schauspieler. Also sehr unterhaltsam, wer Söldnerfilme mag und teilweise fetzige Scores und total bekloppte Handlung, wird hier gut bedient. Ja, und schroff und männlich geht's auch gleich weiter mit 300, Rise of an Empire. 300 war schon ziemlicher Kracher, was vollkommen Neues damals und der Film hat auch ordentlich geflasht. Und wie bei so vielen Sachen, er kommt vielleicht ein bisschen zu spät, um diesen ganzen Hype noch irgendwie für sich ausnutzen zu können. Ich fand ihn schon ordentlich, ja, und der Hauptdarsteller ist auch bekannt aus der Serie Strike Back. Er spielt dort den schwanzgesteuerten Scott. Wer Strike Back nicht kennt, unbedingt angucken, sehr coole Serie. Ob Rise of an Empire nötig war, ich weiß nicht. Er sieht cool aus, ist unterhaltsam, aber so an diese Einzigartigkeit von 300 kommt er nicht ran. Kann man haben, muss man nicht haben. Also man verpasst nicht viel, aber man bereut es auch nicht, wenn man ihn anguckt. Hat auch, man kann es erahnen, ein Wendecover. Ein Wendecover hat auch der kleine Freund hier, Virtuosity. Ja, der hat auch eine bewegte Geschichte hinter sich. Russell Crowe in einer seiner ersten Rollen, oder zumindest in einer sehr frühen, und Denzel Washington. Regie Brett Leonard. Wenn euch das nichts sagt, ist keine Schande. Der Mann hat der Rasenmähermann gedreht. Bei Fans, sehr beliebter Film. Und The Dead Pit, der deutlich besser, aber auch ungleich billiger war. Aber dafür saublutig, teilweise. Virtuosity ist sehr mainstreamig. Russell Crowe spielt eine böse KI, die ein bisschen amok läuft. Aber ich finde, er ist nicht so gut gealtert. Ich fand ihn früher ziemlich gut und bei der Sichtung der Blue habe ich dann gemerkt, oh, er ist okay. Er ist okay. Aber so richtig vom Sockel gehauen hat er mich dann auch nicht mehr. Bewegte Geschichte deswegen, weil es gab eine FSK-geprüfte 18er Fassung, damals auf Video, die geschnitten war. Und es gab eine ungeprüfte, beziehungsweise mit einem Spiegel-JK-Gutachten, die ungekürzt war. Ja, und das ist jetzt, sieht man jetzt nicht so, aber auf der Scheibe selbst kann man sehen, der ist neu geprüft und ungekürzt ab 16. So ändern sich die Zeiten. Ja, Virtuosity. Das Cover finde ich auch furchtbar. Und dann hatte ich mal so eine Phase, wo die Freundin und ich uns so einige Stephen King-Verfilmungen angeguckt haben und ein paar haben noch gefehlt, unter anderem die Langoliers. Basiert auf einer der vier Novellen aus dem King-Buch Four Past Midnight. Und nett. Es ist teilweise ein bisschen albern und Overacting und die CGI sind heutzutage schon
Die sind schlecht gealtert. Ist so ein Dreistünder. Für eine TV-Produktion ganz nett. Kann man sich angucken. Ist mehr so eine Komplettistensache, glaube ich. Angst im Höhenflug. Fettsäuren im Schneidloch. Was auch immer. Ja, hat kein Wendecover und ja, das sind diese wunderschönen Paramount Sparbrötchenscheiben. Ja, das war der Juli. Gut, was bleibt mir noch zu sagen? Eine Empfehlung. Marc-Uwe Kling, die Känguru-Offenbarung. Wer es noch nicht kennt, reinhören. Großartig. Ein Kleinkünstler und ein komponistisches Känguru wohnen zusammen. Klingt blöde? Hört rein. Ich glaube, auf YouTube kann man da reinhören. Wobei man sollte zuvor vielleicht hier reinhören. Die Känguru-Chroniken. Das ist quasi der erste Teil. Es ist eine Lesung, das heißt, Kling liest selbst vor Publikum. Aber durch die Intonation von sich, dem Kleinkünstler und dem Känguru und auch der anderen beteiligten Person wirkt es fast wie ein Hörspiel. Also großartiger Humor, bissig, gesellschaftskritisch. Wahnsinn. Also kann ich echt nur empfehlen. Und wenn ihr euch schon für 10er das bestellt habt, bestellt das gleich mit. Das Känguru-Manifest. Das ist der zweite Teil. Und vielleicht kostet ihr mittlerweile auch einen 10er. Dann könnt ihr euch die Offenbarung auch gleich mitbestellen. Sehr empfehlenswert. Gut, ich denke mal, das war's jetzt für den Juli erstmal. Wir sehen uns bald wieder, weil der August muss ja auch noch abgefrühstückt werden. Und in diesem Sinne, Prost. Leck mich am Arsch, ist das süß. Haltet euch senkrecht.